Yo, Freunde, was geht? Herzlich willkommen zu einem neuen Shop-Video hier auf meinem Kanal. Hier seht ihr erstmal den ersten Gewinner von gestern, also Glückwunsch an dich zu der Passive Card. Und ja, wie jeden Tag schauen wir uns auch heute wieder gemeinsam den neuen Fortnite-Shop an. Es gibt heute was ziemlich Krasses. Ich habe gerade schon in den Shop reingestreamt, also klicken wir direkt mal oben drauf. Es gibt nämlich eine seltene Sache. Oh, warte, falscher Knopf. Es gibt eine seltene Sache, aber ihr seht es schon hier, auch ein komplett crazy neues Paket. Und zwar ist es die Prinzessin Felicity Fish. Und es gibt auch einen Grund, warum die drin ist. Das zeige ich euch gleich. Erstmal ist das der Skin. Ich finde ihn funny. Ich glaube, ich würde ihn selber nicht unbedingt spielen. Ist halt für mich ein absoluter Meme-Skin. Hat zwei verschiedene Styles. Ne? Die schauen so aus. Ist einfach ein weiblicher Fisch-Skin. Einfach die Fischprinzessin quasi. Und dazu auch noch ein Backpack. Der schaut so aus. Der hat keinen zweiten Style. Dazu gibt es auch noch eine Hacke. Ja, schaut so aus, okay. Und dann haben wir noch eine Lackierung, die Königsblau. Die ist animiert, aber nicht reaktiv. Ja, und irgendwie sind die Lackierungen hier in der Übersicht aktuell immer verbuggt, zumindest bei mir. Und darauf gibt es jetzt auch nochmal 700 V-Bucks Rabatt, natürlich, wenn man sich das als Paket kauft. Und der Grund, warum das überhaupt drin ist, Voice Crack des Todes, der Grund, warum das drin ist, ist, oder beziehungsweise das Thema heute, ist halt offensichtlich, wie ihr es schon seht, Fischstäbchen beziehungsweise halt die ganzen Unterwassersachen. Es ist also die weibliche neue Fischstäbchenfrau drin, dann der männliche Fischstäbchen-Skin mit dem gesamten Paket, bestehend hier aus dem Fischstäbchen, die fliegenden Korallen, sehr, sehr geiler Gleiter, singt. Dann die Hacke dazu, die eine, die andere Hacke und die glitchige Lackierung und, oh Gott, drei Lackierungen direkt. Dann noch die Fischgesichtlackierung und die Geschrubblackierung, aber finde ich alle nicht so geil. Ich habe mir nur die hier geholt, weil die gefällt mir noch am besten. Es geht ja auch direkt weiter mit noch mehr Fischstäbchen, nämlich natürlich auch das Atlantis-Fischstäbchen ist wieder da. Dazu die passende Hacke und auch noch das andere, das Schlachtenfischstäbchen, also Schlachtenstäbchen mit dem sehr geilen Backpack, ist auch wieder da. Also alle Fischstäbchen-Skins jetzt heute zurück. Ich glaube, es sind alle. Dann Blasenkamo, die Lackierung, irgendwie die ist verbuggt und die drei gehen halt auf einmal. Dann noch weiter Unterwasser-Skins, der Flobber und Scampi, die Hacke. Also heute Unterwasser-Thema, genauso hier der Seestern-Skin, die Hacke dazu. Die Qualle als Gleiter, die Maki-Meisterin mit dem Shrimp auf dem Rücken, der Sushi-Meister mit dem Backpack, die Filet-Hacke und der fliegende Fisch als Gleiter. Genau. Jetzt geht es noch weiter mit einem, glaube ich, sehr seltenen Item. Mal gucken. Und zwar, ich schaue mal ganz kurz parallel nach. Ich glaube, das war sogar schon. Das seltene Item, das seltenste Item war dieses hier, die Muschelhacke. Die war jetzt seit 645 Tagen nicht im Shop drin. Bisher auch nur dreimal zu kaufen gewesen. Also die war richtig, richtig selten. Wir haben noch ein paar weitere Dinge drin. Agent des Chaos, die Chaos-Sense, die waren alles letztens erst drin. Auch die Lackierung. Victoria Saint ist drin. Die passende Hacke. Und auch der Kill-Auftrag, den finde ich ganz cool. Mit auch der Hacke und ich glaube, genau, auch der Lackierung. Ist auch wieder da, dann geht's auch noch weiter mit Bullseye. Er hat auch wieder ein riesiger Shop heute wieder. Die Schimmer-Spezialistin, dann Zeit zu tanzen. Dann der sehr nice Rückpaddler. Mag ich auch. Dann der Smeeze oder Smeezy, wie auch immer man das ausspricht. Genau. Und dann noch Seether für 200 V-Bucks. Coole Emotes heute, das Paket von gestern ist noch drin, die ganzen anderen Pakete auch, also nice Shop, wenn ihr euch was holt, ihr wisst ja gerne Creator-Code Snoxy benutzen und ja, dann würde ich sagen, was ist zum heutigen Fortnite-Shop, ich würde ja gerne wieder Top oder Flop machen, leider kann man ja keine Abstimmung mehr auf YouTube da so machen, das haben sie ja leider entfernt, könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr es findet, Top oder Flop. Und falls ihr heute wieder auch ein paar V-Bucks gewinnen wollt, beziehungsweise einfach Ehrensupporter seid, könnt ihr gerne wieder die Videobeschreibung ausklappen und auf den Mein PC-Link einmal draufklicken. Der ist relativ weit oben in der Videobeschreibung. Mein PC und dahinter den Link einmal im neuen Tab öffnen, weil das Preisgeld kommt ja von Hightech, von meinem Partner, und die tracken, wie viele Leute da jeden Tag draufklicken. Also ja, öffnet den Link gerne mal auf Ehre. Und ja, dann würde ich sagen, danke ich euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns nachher wieder auf Twitch. Ich habe jetzt erstmal noch ein paar Termine, aber wir sehen uns dann heute hoffentlich im Laufe des Tages. Ich freue mich auf euch und bis dahin. Macht's gut, Leute. Tschüss.